Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bye Bye See You! Wir sind immer noch in unserem Teich hier drin, können zwar schon die Ebene verlassen, aber wir machen Level 11. Ist übrigens jetzt ein neuer Tag, also die ersten beiden Folgen habe ich im Stück aufgenommen, aber jetzt ist neuer Tag. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Gehirn funktioniert, weil ich habe heute ein bisschen Schule gemacht. Eventuell ist jetzt schon ein bisschen Rechenleistung dafür raufgegangen. Ja, so, was haben wir hier? Wir haben Flag is Flag. Okay, das haben wir in der letzten Folge gelernt, ne? Dass, oh, die Flag kann man bewegen. Weil sie auch Push ist. Steht ja hier. Jetzt ist sie kein Push mehr. Oh, jetzt kann man aber gar nichts mehr mit der Flagge machen. Was ist denn, wenn die Flagge Jelly ist? Geht nicht. Ach, Jelly ist Win. Okay, Jelly ist Win, deswegen... Ach, das geht auch nicht? Nee, die Flagge ist Flagge. Deswegen kann die Flagge kein Jelly sein. Okay. Soweit so verstanden habe ich das tun. Wir können aber auch nicht durchlaufen, weil... Ah, Flag ist Stop. Steht da ja auf der rechten Seite. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Wie zum Beispiel... okay, das ist ja jetzt schon kacke. Okay, Baba is you. Damit müssen wir garantiert irgendwas machen, oder? Baba is you is... You is Flag. Baba is you is Flag. Stimmt, das ging letzte Folge auch schon nicht. Aber wir können machen... Wobei, gib mir das ist wieder. Rückspul... Position einnehmen. So, wir können machen, Baba is Flag. Baba is you und Baba is Flag. Dann sind wir die Flagge. Shit, die Flagge ist Flagge. Warum ist die Flagge Flagge? Dann möchte ich bitte Jelly sein. Aber Baba ist Jelly. Nee, Jelly ist Baba, so rum. Shit. Okay, aber jetzt sind wir schon mal hier außerhalb. Und wir können jetzt machen, dass die Flag... Win ist. Wie wär's denn damit? Flag is Win. Und jetzt laufen wir einfach in die Flagge rein. Oh mein Gott, okay. Cool. Gefällt mir. Also, ja. Ich dachte, wir brauchen hier länger, aber ging ganz gut. Web Storage. Ich habe übrigens in der letzten Folge mal gemacht, weil das Spiel an den Seiten immer so graue Ränder hat und manchmal richtig weit rausgezoomt ist. Habe ich im Nachhinein noch ein bisschen rangezoomt. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich habe den Jay Clarkson schon gefragt und der meinte, ist okay, aber gerne nochmal in die allgemeine Runde gefragt. So, was haben wir hier? Ist die Win Condition? Die ist gar nichts. Hier ist eine Defeat Condition, das ist auch noch nichts. Baba ist auch nichts. Wie geht das denn? Ah, unten links, wir sind trotzdem wir. Baba ist you, Flag ist Push, okay. Door ist Shut and Stop, das heißt die... What? Ach, Baba ist open, jetzt sehe ich's. So, Baba ist open. Okay, das können wir bestimmt noch für unseren Vorteil nutzen. Was ist denn, wenn wir... Flag is open können wir machen. So, Flag is open. Dann können wir die Flagge hier einfach rüber pushen. Und das öffnen. Jetzt haben wir eine Krabbe. Okay, ich glaube, das ist schon mal gut. So, hier ist die Krabbe. Die ist noch als gar nichts gekennzeichnet. Wir können natürlich sagen, die Krabbe ist Win. Jetzt ist Baba die Krabbe. Okay, dann sind wir tot. Okay. Und wenn ich sage, Baba ist Win. Baba ist Baba. Und dann ist Baba sogar Defeat. Das geht auch nicht. Wenn wir da einfach noch einen Push hinpacken. Nee, aber dann sind wir das immer... Warte. Baba kann ja kein... Doch, Baba kann Push sein von mir aus. Aber so sollte es gehen, oder? Wenn Baba jetzt Win ist... Hä? Oh, Baba ist Defeat. Das ist ja super assig. Voll, ich krieg das Baba hier jetzt nicht mehr weg. Baba ist Defeat. Okay, wir müssen irgendwas anderes sein. Während... Hä? Moment, setz mich nochmal zurück. Ich wollte nur das Level zurücksetzen. What the hell? Okay, das scheint mir ein bisschen komplizierter zu sein, dieses Level. Aber ich glaube, mit dem Open hier war das schon ganz gut. War das schon ganz gut. Hab mich kurz erschrocken, warum ich da gestorben bin. Okay, wir haben eine Krabbe. Wir haben, aber da drinnen ist ja nur das Wort... Oh mein Gott, da drinnen ist ja nur das Wort Krabbe. Also ich glaube, wir können hier gar nicht so viel machen. Flag ist Baba? Dann hätten wir zweimal... Dann sind wir wieder zweimal wir. Dann gibt es zwei Babas. So, hi. Ich bin ein Doppelbaba. Jetzt können wir das hier nicht open, weil Baba kein Open mehr ist. Okay. Und jetzt haben wir einfach unsere beiden Wörter hier an die linke Seite gepackt. Ob das jetzt so gut ist? Baba is Win. Hallo. Das ist...
Wir sind das sechsbeinige Monster! Okay, das wird auch falsch sein. Oh Gott. Ich glaube, wir waren schon ganz gut mit dem Fleck is open. Da. Aber dann haben wir auch wieder keine Wörter hier. Also wir kriegen die Krabbe. Das muss man aber doch machen. Warte, wir haben hier noch ein Is. Das können wir auch noch rumschieben. Eine Flagge haben wir nicht mehr. Die mit den Dingern hier können wir auch nichts mehr machen. Wir könnten die Flagge als irgendwas anderes sagen. Aber das bringt uns nichts, weil es keine Flagge mehr gibt. Okay, wie wäre es denn dann, wenn wir sagen, Baba ist die... Baba ist Baba? Und dann kann das ja nichts mehr verändern. Wenn wir jetzt die Krabbe hier durchschieben, dann sollte es uns nicht verändern, weil Baba ist ja schon Baba. Ja. Jetzt ist Crab Defeat, jetzt ist Crab Win. Nice. Ha! Nice. Okay, cool. Ach ja, diese Entitäten hier immer. Entitäten, Leute, ich habe das Wort rausgegoogelt. Ich weiß jetzt, wie das heißt. Nicht Eternity und auch nicht Entitätitutätä, sondern Entität. Ganz einfaches Wort eigentlich. Was haben wir hier? Star ist Push. Also kann man den Stern hier bewegen. Sehr schön. Key ist Open. Oh. Key ist anscheinend auch Defeat. Ja, Key ist Defeat. Wall ist Stop. Nichts ist Shut. Key ist Open. Mhm. Interessant. Also wir haben hier wieder ein Is, mit dem wir nichts machen können. Wir können sagen, Star ist Key. Aber Key ist Defeat. Wir können sagen, Wall ist Key. Aber dann ist immer noch... Was? Was machen wir hier? Okay, Star ist Key. Jetzt haben wir zwei Schlüssel, die uns beide töten wollen. Toll. Ganz toll. Super. Gut gemacht, hey, Brain. Wir können auch sagen, dass die Wall ein Key ist. Da haben wir ganz viele Keys. Und dann sagen wir, dass die... What the hell? Was habe ich hier überhaupt vor? Star is open? Star is open. Und wenn Star open ist, dann können wir jetzt durch die Tür gehen. Nee? Hä? Ach, Door ist stop. Door ist gar nicht shut. What? Wall ist stop. Jetzt ist Wall nicht mehr stop, aber wir haben keine Wall mehr. Hä? Wall ist Key. Was ist denn? Können wir die wieder umdrehen? Key ist Wall? Sollte gehen, oder? Wenn wir jetzt sagen, Key ist Wall, dann sollten wir da durchlaufen können. Key ist Wall. Und Wall ist nicht mehr Stop. Also können wir hier durch. Aber es ist nicht Twin. Well. Oh. Key ist nicht mehr Defeat. Dann können wir ja sagen, Key ist Win. Ja, aber kein Key. Oh, Key ist Win? Okay, nee, warte. Wir machen das ganz anders. Das ist ja zu einfach so, Leute. So, wir schieben hier alles aus dem Weg und sagen einfach, das hat mir nämlich auch jemand erklärt, irgendwie mit 1988 oder so, wenn Baba is you ist und Baba is win, dann hat man auch gewonnen. Siehste, easy peasy. Okay, damit haben wir die Untergrundwelt hier geschafft. Alle 14 Level. Wir gucken uns noch das Bonuslevel an. Sunken Temple. Oh Gott, das ist wieder so groß. Baba is you. Oh, das ist ja genau dasselbe wie das erste Bonuslevel. Ist die Krabbe schon irgendwas? Nee, aber Flag is defeat. Schön. Wall is stop, Baba is you. Wall is stop, ja. Hm. Also, an sich können wir ja nicht viel machen. Wir können das nur da reinschieben. Jetzt ist die Flagge win, aber die Crab ist halt auch defeat jetzt wieder. Das ist ja genauso aufgebaut wie das erste Bonuslevel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier einfach wieder genau dasselbe macht. Also wir können ja wieder das Rock rausschubsen. Und wir haben auch nochmal wieder dieses Is. Ja. Und letztes Mal haben wir das so gemacht, dass der Rock Baba ist, ne? Was ist denn, wenn wir das jetzt auch wieder machen? Rock ist Baba, dann haben wir zwei
mal Baba. Jelly is push. Black is win, crap is defeat. Wenn ich da reinlaufe, dann geht der halt auch nicht kaputt. Wir sind zweimal jetzt da. Was bringt uns das, ist die gute Frage. Baba is rock, Baba is you, Baba rock is Baba, Baba is push. Wir haben einen Push. Oh, wir können die Wall werden, oder? Können wir die Wall werden? Baba is wall? Baba is wall. Wir hätten gar nicht zweimal Baba werden müssen. Jetzt nervt natürlich der zweite Baba. So, wir synchronisieren uns zum sechsbeinigen Monster. So, ja. Oh. What? Well, that sucks. Okay, dann geh doch mal zurück. Dann brauchen wir vielleicht doch zwei Babas. So. Und wenn wir jetzt die gleichzeitig nach unten packen. Hä? Das wird gehen, wenn das Is immer noch da wäre. Aber ich habe das Is jetzt leider an die linke Seite gepackt. Warte. Gib mir das Is wieder. Ich brauche das Is. So. Und wenn wir jetzt das nach unten machen, dann sind wir immer noch wir. Jetzt schieben wir das Is wieder nach unten. So, das ist jetzt an der Seite. Hä? Ja, Dude! auf der Seite zu sein. So. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht. Rock ist leider jetzt da oben. Aber irgendwie so wird das doch sein, oder? Wir müssen die Wall werden, glaube ich. Wenn wir die Wall sind, dann kommen wir ganz leicht an die Dings ran. Wall is push können wir nicht machen, weil das falsch rum wäre. Dann wäre das push is wall, wenn wir das hier rüberziehen. Und wenn wir das da rausschieben, ist auch falsch. Wir können das. Ah, wir können einfach das Ist da durchpacken. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass da wieder einige von euch gerade rumgeschrien haben. Ah, mach doch einfach das Ist da durch, du Vollidiot. So, jetzt sind wir. Shit. Es muss andersrum sein. Wall is Baba muss das sein. Nicht Baba is Wall. Ach, Kacke. Und Wall is You geht nicht, weil das You unten stehen müsste. Oh, ich dachte, ich hätt's jetzt. Oh, nö. Was kann man denn noch machen? You is Wall? Wird das gehen? Aber wie soll ich das You denn darüber bringen? Hä? Oh, ich dachte, ich wäre voll schlau gerade. Aber nope. Wenn wir den noch ein weiter runter machen. Baba is You, Wall is Stop. Ja, toll. Baba? Rock ist Baba? Hä? Okay, ich raff's nicht, Leute. Wir gehen zur Map zurück. Ich verstehe das zweite Bonus-Level hier nicht. Nee, nein, ich wollte da nicht rein. Ich hab B gedrückt. Scheiß Extra-Level. Na gut, gucken wir uns das Dach nochmal an. Mehr können wir hier doch gar nicht machen. Wir können das doch nur schieben. Also was anderes bleibt uns hier nicht übrig. Wir hätten da reingehen können, ja, aber das bringt uns nichts, weil Lage halt gar nichts ist. Wir können den hier rausholen. Und das wird auch garantiert richtig sein, oder? Dass man die hier rausholt? Das hat sich auch eben schon eigentlich richtig angefühlt. Rock ist Push. Wir können ein Rock werden. Der Rock kann wir werden. Und wir können die Wall werden, was uns alles nichts bringt. Den Jellyfish kriegt man da halt nicht raus. Weil der nix ist. Der ist Push, aber ja. Wir müssen irgendwas mit dieser Wall machen, aber was? Mal gucken, Baba is Wall war eben falsch. Rock is Wall. Macht auch keinen Sinn. Baba is You is Wall. Funktioniert sowas? Baba is You is Rock? Nee. Jetzt habe ich das eigentlich schon ausprobiert. Egal. Rock is Baba is You. Das wird gehen. Aber das haben wir ja auch schon mal gemacht. Rock is Baba is You. Haben wir wieder zwei Babas. Und dann das Rock an der Seite jetzt leider. Rock is Wall bringt gar nichts. Baba is Wall bringt auch nichts. You is Wall müsste es sein. Nee, auch nicht. Wall is You müsste es sein. Hä? Wir haben noch einen Push.
Rock ist Push? Baba ist Push. Ja, okay. Baba ist You ist Push. Dann können wir mit Baba pushen. Nee, keine Ahnung. Wir müssen zur Map zurück. Das ist die erste Map, die ich nicht raffe. Okay. So, wir gehen hier auf die Overworld zurück. Das ist ja ein blödes Level. Wir gehen in die Berge. Solitary Island. Yes. Das klingt gut. Mal gucken, was uns hier erwartet. Blödes Extra-Level. So ein Scheiß. Float. Das ist doch das Anfangslevel. Aber es float. Ja und? Black is win. Hä? Ah, wir floaten. Float heißt so in der Luft schweben, ne? Schweben. Float heißt schweben. Und weil wir schweben und die Flagge nicht schwebt, können wir sie anscheinend nicht berühren. Okay, dann machen wir Baba is win. Oh. Stimmt, wir müssen ja trotzdem wir bleiben. Ich vergesse das immer wieder. Aber wir können trotzdem sagen Baba is win. Aber das ist ja interessant zu wissen, dass es jetzt auch Floaten gibt. Okay, alles klar. La 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 la, Baba is win. Baba is win. Nice. Oh nee, das wird richtig complicated, Leute. Ich habe die Null vergessen, es tut mir leid. Ein Poem? Ein Gedicht? Level 0? Da bin ich auch gespannt. Rose is red, violet is blue, black is win, Baba is you. Sehr schön. Ja, Rose ist rot, das ist richtig. Violet is blue. Was ist denn eine Violet? Ist Violet nicht auch schon eine Farbe? Black is win, ja. Wall is stop ist hier auch noch. Schönes Poem. Okay, wir haben hier in der Wand eine Aussparung. Damit muss man bestimmt arbeiten. Wir können das Is hier runter machen. Jetzt sind die Violets blau. Und die Rosen sind auch blau. Weil blau anscheinend die Anfangsfarbe ist. Ja gut, wir können das da... Black is win, ja. Jetzt sind die plötzlich grün? Warum? Achso, das ist deren Standardfarbe. Okay, verstanden. So. Bringt das irgendwas? Wir können sagen... Wir müssen bestimmt wieder Baba is win machen, aber wir müssen dann auch gleichzeitig you sein. Oder wir können sagen, Baba ist eine Rose. Wenn Baba eine Rose ist, dann geht's ihr nicht gut. Zack. Ach nee. Geht sie nicht, weil die Rose sind nicht wir, Leute. Bist nicht du, wenn du eine Rose bist. Okay, dann sagen wir einfach, Baba is win und wir sind die Rosen. Und jetzt müssen wir einfach nur Baba berühren. Ja. Aha. Aha. Dizzy ist heute schlau. Außer bei dem extra Level. Aber sonst ist Dizzy schlau. Warm River. Water's hot. Aber wir floaten. Baba's you und wir floaten. Okay, aber die Skulls, die floaten auch und sind defeat. Okay, ist interessant. Black is win. Baba is melt. Water's hot. Okay, das heißt, wenn wir in das Wasser reingehen, während wir nicht mehr am floaten sind, genau, dann verdampfen wir, weil wir hot sind. Wir sind ein hotter Baba. Heißt... Water... Nee, ich hätte jetzt gedacht, Water ist Baba vielleicht, aber das bringt auch nichts, ne? Water ist hot, das kriegen wir auch nicht weg. Wir können aber sagen... Baba ist melt... Okay, Skull. Baba is melt. Baba is melt and float. Das ändert absolut überhaupt gar nichts daran, was eben schon war. Aber egal. Jetzt haben wir hier das Baba is you schon mal allein steht. Das ist auch schön. Was müssen wir denn machen? Wir müssen hinbekommen, dass wir nicht mehr floaten. Und dann denke ich, können wir an den floatenden Skulls nämlich vorbei, weil die fliegen in der Luft. Und wenn wir nicht mehr fliegen, dann können wir wahrscheinlich unter denen durchgehen. Aber Water's hot. Also müssen auch irgendwie das Water wegbekommen. Aber wie? Oh nein, es wird blöd. Ich raff hier nichts mehr. Baba is you. Water. Water is Baba. Water is you. Set me back. I need to rerun this shit. Baba is melt. Water is what? Ja, gut. Wir haben hier eigentlich nur dieses Entflo... Oh. Water? Warte. Water is hot and float. Dann floatet das Wasser. Und dann sollten wir am Wasser vorbeikommen. Jetzt schwebt das Wasser. Ja, cool. Haha! Ja, nice.
I like. Okay, es gibt jetzt also auch das Floaten. Höchst interessant. Oh nee, schon wieder mehr Bonuslevel. Ich mag diese Bonuslevel nicht. Gut, dann würde ich sagen, ja komm, ein Level machen wir noch. Twitch Building Level Island 3. Text ist Float. Okay, Text ist Float. Der Text schwebt rum. Wir haben Rock. Achso, Rock ist Push. Ja, schöne Sache. Water ist Sink. Catch is Stop. Flag is Win. Okay, wir müssen also darüber zur Flagge kommen. Wenn man den Rock da reinmacht, okay, dann geht er weg. War der Stein schon die ganze Zeit hier in der Ecke? Warte mal. Ja. Na gut. Also wir müssen irgendwie den Stein hier oben rausbekommen. Damit wir hier zwei Steine rüberlegen können. Wir können sagen, Baba, Rock ist Push. Dann hätten wir das Is hier schon mal frei. Dann haben wir ein Is. Was passiert, wenn das Is da reingeht? Achso, du. Text ist Float. Achso, ja. Text ist Float, deswegen geht das über das Wasser. Schön. Also wir haben einen Stein und wir haben ein Is. Los ist, geht zur Flagge, du schaffst das, ich glaube an dich. Verdammte Hacke. Okay. Und wir haben noch einen Stein, mit dem wir nichts machen können. Rock ist Push, Flag ist Win, wir haben zwei Teils Wasser. Aber nur ein Stein. Baba ist You, damit können wir gar nichts machen. Wenn wir hier irgendwas rausmachen, dann sterben wir einfach. Aber dieses Is hier ist frei. Das macht mich stutzig. Und das Einzige, was wir machen können, ist halt Rock is Push. Und dann hätten wir das Is hier frei und könnten halt trotzdem noch die Steine bewegen. Huch. Was ist denn, wenn wir... Warte mal. Text is Float ist ja auch noch. Das ist bestimmt wichtig. Wie kann uns das weiterhelfen, dass der Text am Floaten sein Beingning... Warte mal. Können wir sagen... Warte. Können wir einfach sagen, Rock ist Flag? Nein, wir kriegen das da gar nicht rüber, oder? Warte mal. Überschieben? Nein, einer fehlt! Dann push den doch einfach darüber. Dafür ist doch das Push da, oder? Okay. Boah, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Das ist ja anstrengend. Okay, also ab jetzt wird's anstrengend, glaube ich. Bridge Building, Fragezeichen. Das ist, okay, genau dasselbe Level oder was? Nur mit dem Fragezeichen hinter. Wir schauen nur einmal kurz rein. Wenn ich es auf Anhieb löse, dann okay, sonst. Okay, oh, wir haben zwei Steine zur Verfügung. Und Rock ist diesmal Float. Okay. Der Stein ist am Flying und kann darüber. Baba ist schon wieder You, Water ist Sing, Catch is Stop. Also wie gehabt, Flag ist wieder Win. Wenn wir jetzt, wir können auch genau dasselbe nochmal machen. Rock is Win. Hä? Ist doch genau dasselbe. Rock. Ah, der Text ist nicht mehr am Floatening sein. Der ist nicht mehr am Floatening sein. Was ist denn los mit dem Text? Aber der Rock ist am Floatening. Okay, das heißt, wir können die Steine darüber dümmeln. Und dann können wir einfach über die Steine rüberlaufen, oder? Wenn Rock jetzt nicht mehr Push ist. Aber wir floaten nicht. Baba ist nicht Float. Wieso ist Baba nicht Float, hä? Hm? Was soll das, Baba? Wieso bist du nicht am Floatening? The heck? Okay, warte, eine Idee habe ich noch. Kann man mit dem Text die Steine bewegen? Auch nicht. Und mit dem Stein kann man damit Text bewegen? Das geht. Okay, also mit den Steinen kann man Text bewegen. Jetzt sind die aufeinander. Ich glaube, das ist falsch. Okay, was ging jetzt? Mit den Steinen konnte man Text bewegen, ja. Das ist doch bestimmt irgendwie wichtig. Mit den Steinen kann man Text bewegen, allerdings nur so lange, wie Rock Push ist. Jetzt müssen wir das, glaube ich, so machen, wie ich das eben machen wollte. Wir sagen, Rock ist Push. Jetzt haben wir ein Is.
Okay. Schön. Wir haben ein Is, das aber sofort stirbt, wenn man sie reinbuddelt. Stirbt es auch, wenn man das zusammen mit einem Stein da reinbuddelt? Kann ich jetzt nicht ausprobieren. Okay, warte, mit den Steinen kann man Text verschieben. Selbst Text, der nicht am Floatening ist. Was können wir denn da machen? Wir können sagen, dass Fleck kein Win mehr ist, dann haben wir gar kein Sieg-Dings mehr. Wir können aber auch sagen, dass Fleck kein Win ist, ja. Hä? Okay, ich blick nicht durch, Leute. Was ist los hier? Was ist los, hä? Rock ist Push? Schön. Die Röcke hier können sich gegenseitig pushen. Das ist schon mal cool. Und die Röcke können auch andere Texte pushen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information. Aber was ist denn das Ziel? Wir müssen schaffen, dass Rock is Flag wird. Und das kriegen wir hin, indem wir machen, tun, weiß ich nicht. Ich kriege ja die Texte hier nicht rüber. Ihr blöden Steine. Immer nur am Rumfloaten hier. Ihr bringt mir nix. Was bringt mir das? Ich kann die nur so lange pushen, wie hier auch Rock is Push steht. Okay, warte. Wir packen mal. Das Push ist nach oben. Und dann kann ich die Steine ja nicht mehr pushen. Also ich meine, ich kann hier oben ja Rock is Push hinschreiben. Wir können das ja einfach verschieben. Können wir die Röcke pushen? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Oh lol. Ich bin so ein Vollidiot. Und ich will die ganze Zeit irgendwas mit den Rocks machen. Man hätte einfach nur zweimal die Texte hier durchmachen sollen. Das war jetzt eher Zufall als Überlegtheit. Well. Egal. Gut, oh nein, noch ein Bonuslevel. Noch mehr Putsches. Ich will keine Putsches. Gut, dann war es das aber mit dieser Folge. War ein bisschen länger, 27 Minuten. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Oh, hier wäre, guck mal, das waren noch die grünen Level, die einfachen. Jetzt kommen hier die roten. Wow, was war das? Kommen hier die roten krassen Level. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Was sind übrigens diese Roboter, die hier in der Map überall rumfliegen? Der Heck. Okay, tschüss.